Der heutige Mittwoch, 10.2., ein sehr fester Börsentag. Höchstkurse über der Marke von 9.100 Punkten. Beim deutschen Aktienindex aktuell ein Plus von 2,4%. Eine beeindruckende Rückkehr des DAX über die Marke von 9.000. Reden wir über die tagesaktuellen Entwicklungen mit Andreas Glogger, ist Geschäftsführer der Vermögensverwaltung Glogger und Partner. Herzlichen Dank für den Besuch hier auf dem Parkett der Börse Frankfurt. Herr Glogger, ja, ich habe es gesagt, über 2% plus die Marke von 9.000 zurückerobert. Was ist da los? Ist auf einmal der Optimismus wieder da? Naja, das tut schon mal gut, wenn wir eine technische Gegenreaktion wieder nach oben mal sehen. Die letzten Tage waren ja schon sehr anstrengend. Wir hatten überall schlechte Nachrichten. Gute Nachrichten wollte niemand mehr hören und immer wieder ging es ein Stück noch weiter nach unten. Aber wir kommen natürlich jetzt auch wieder in einen Bereich, wo die Aktien eben noch billiger geworden sind, wo es sich wieder lohnen kann, den einen oder anderen Wert zu kaufen. Haben wir doch seit dem Hoch im DAX vom letzten Jahr einiges einbüßen müssen, knapp 30%. Vor allem die Finanzwerte waren in den vergangenen Tagen sehr, sehr schwach. Heute kommen sie zurück, beeindruckend. Die Deutsche Bank beispielsweise 15% plus. Aber sie hat zuvor 40% in diesem Jahr verloren. Was ist los bei den Finanzwerten? Ja, bei den Finanzwerten gibt es Risiken aus Italien, aus Griechenland, die hier gerade gehandelt werden bei der Deutschen Bank, ob sie ihre Zinsen angeblich noch zahlen kann. Da muss man sich schon über manche Pressemitteilungen auch so sein Fragezeichen machen. Ersten Absturz von 15% nach unten, heute wieder 15% nach oben. Es ist auch mal wichtig, die Tür zuzumachen und nur die Fakten zu bewerten. Wir sehen eine Deutsche Bank definitiv nicht vor dem Kollaps. Schauen wir vielleicht das Gesamtjahr bisher an. Ich habe es angedeutet, heute ein deutliches Plus im DAX, aber zuvor hat der DAX allein seit Anfang Januar 18% verloren. Ist das eine Reaktion, die aus Ihrer Sicht übertrieben ist auf die Risiken, die dort offensichtlich einige Marktteilnehmer sehen? Definitiv. Also das reale Umfeld in der Wirtschaft ist klar besser als wie die Stimmung an den Börsen. Es war auch zu erkennen, dass durch die Medien eine konzertierte Negativaktion und Negativstimmung betrieben wurde seit Anfang des Jahres und das hat die Kurse extrem belastet. Wenn man dann die richtige Qualität im Depot hat und die Realwirtschaft eben nicht eine Vollbremsung macht, sondern sie läuft. Deutschland hat heute gemeldet, Exportüberschuss über 6,5% Wachstum, das hat es noch nie gegeben. Die Wirtschaft ist also nicht vor dem Blackout. Dann kann man diese Turbulenzen auch ziemlich relaxed sehen. Wir sehen es als Übertreibung nach unten und den Boden nahezu, vielleicht ist er schon gefunden, aber eher das meiste haben wir hinter uns. Vielleicht noch ein Blick auf den Euro. Auch der hat in den vergangenen Tagen deutlich zulegen können. Bis auf etwa 1,13 ist er förmlich hochgestiegen, also sehr stark, entgegen vieler Erwartungen von Auguren und Propheten. Heißt das auch, dass man dem Euro und damit auch der europäischen Wirtschaft wieder ein bisschen mehr zutraut oder ist es eher eine Dollarschwäche? Also wir glauben, dass der Grund dafür in der Dollarschwäche einfach liegt. Es gibt Spekulationen, dass die amerikanische Notenbank eben nicht sehr schnell die Zinsen weiter erhöhen wird, sondern das eher aussetzen wird oder weiter nach hinten geben wird. Das hat dazu geführt, dass der amerikanische Dollar einfach wieder schwächer geworden ist und der Euro stärker. Dann warten wir mal ab, was Janet Yellen am heutigen Nachmittag und am morgigen Tag noch von sich gibt in den Vereinigten Staaten als US-Notenbankchefin. Da sind wir schlauer auch beim Blick auf Euro-Dollar. Herr Glogger, erstmal herzlichen Dank. Wir schauen nochmal rauf. Ja, es bleibt sehr, sehr freundlich heute an der Börse. Ein guter Tag für unser Interview. Herzlichen Dank fürs Gespräch.